Eine neue Folge Stadtkreis Bund. Wir nähern uns mit großen Schritten der Kommunalwahl. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so lange hin. Der Wahlkampf ist voll im Gang und ich bin heute mal wieder im Ammerland unterwegs, genau in der Gemeinde Rastede und darf mich mit Jöran Gerdtje unterhalten. Jöran, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke erstmal für die Möglichkeit, dass ich hier heute teilnehmen darf, Dennis. Und ja, ich bin gespannt, wie wir die Zeit jetzt ausgestalten werden. Ja, ich schicke immer vorher so einen Fragebogen rum für alle, die das bisher noch nicht mitbekommen haben und habe deinen mir auch angeguckt. Und es gibt ja immer so ganz besondere Anlässe, weswegen man in die SPD eintritt. Das ist mir bei dir sofort ins Auge gesprungen. Wieso, wo und wann bist du in die SPD eingetreten? Ich bin eingetreten im Jahr 2013. Das Datum weißt du wahrscheinlich besser als ich. Und zwar war das auf deiner Wahlparty, als du das erste Mal in den Bundestag eingezogen bist. Es ist natürlich so, das weißt du ja auch, die Zuhörer werden es natürlich nicht wissen. Ich komme aus einer sozialdemokratisch geprägten Familie. Meine Mutter macht seit ewigen Jahren Kommunalpolitik und so war es natürlich auch bei mir von Kindesbeinen an schon so, dass es wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Ich bin aber tatsächlich nie eingetreten, habe aber auch schon vor meiner Zeit als SPD-Mitglied bei Dutzenden Wahlkämpfen unterstützt, Plakate gehangen, Infostände mitgemacht, etc. pp. So dann auch in deinem Bundestagswahlkampf 2013. Und letztendlich hat mich das dann, es war eine spontane Entscheidung, auf der Wahlparty einzutreten. Da gab es noch diese kleinen Kärtchen, die hatte ich dann ausgefüllt und wollte es eigentlich dir in die Hand drücken. Allerdings warst du den ganzen Abend verständlicherweise in Gesprächen und ich habe es dann unserem Geschäftsführer in die Hand gedrückt. Übrigens auch noch eine sehr schöne Anekdote war natürlich, Partystimmung. Du bist ja eingezogen. Es haben dann auch noch sehr viele mitgekriegt, dass ich da meinen Mitgliedsantrag abgegeben habe. Da hat dann der Genosse Thorsten Huber, der aus Apen, der da ja auch noch Musik und Moderation gemacht hat, mir gleich ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Ich war, ja, durfte mich dann vor versammelter Mannschaft erstmal vorstellen und wurde da sehr warmherzig in der Partei empfangen. Sehr schön, sehr schön. Ein schöner Anlass und das mit Thorsten habe ich, glaube ich, auch gar nicht mehr mitbekommen. Aber an dieser Abend ist sowieso so an mir vorbeigeflogen, ehrlicherweise habe ich den auch nur noch so bruchstückhaft in Erinnerung. Und dann hast du vor 5 Jahren, 2016, zum ersten Mal für den Gemeinderat in der Gemeinde Rastede kandidiert und hast auch gleich, ein Direktmandat nennt man das nicht, aber du bist über dein persönliches Ergebnis in den Gemeinderat gewählt worden. Kannst du mal so ein bisschen für die Zuhörer, einmal so die Verhältnisse bei euch im Rat schildern? Das ist ja durchaus kompliziert. Ihr habt ja 2016, war ja die Ausgangslage in der Periode davor, hattet ihr eine rot-grüne Gruppe und dann waren die Wahlen. Und was ist dann alles passiert? Ja, also dazu muss man erstmal wissen, Rastede wird seit, genau weiß ich es nicht, aber seit über 40 Jahren durchgehend eigentlich von der CDU regiert. Sowohl die Mehrheit im Rat als auch bis 2019, da haben wir sie ja endlich stürzen können, haben sie auch durchgehend den Bürgermeister gestellt. Wir sind also historisch gesehen in Rastede eine klassische Oppositionspartei, versuchen natürlich Wahl für Wahl das Ruder irgendwie rumzureißen und es ist die letzten Wahlen immer knapper geworden. Wir hatten bis 2016 einschließlich eine Oppositionsgruppe gemeinsam mit den Grünen. Wir haben immer gemeinsame Sache gemacht und dann ist die Wahl 2016 quasi so ausgegangen, dass wir gemeinsam mit den Grünen und der UWG, die bei uns im Rat aktuell mit 2 Mandaten vertreten ist, eine Mehrheit gehabt hätten. Und wir waren natürlich am Wahlabend schon total in Partylaune, weil wir sind natürlich davon ausgegangen, Mensch, mit den Grünen verstehen wir uns ja wirklich super, auch über die letzten Jahre. Wir haben immer vertrauensvoll zusammengearbeitet. Wenn wir die UWG irgendwie mit ins Boot kriegen, dann haben wir es endlich geschafft nach 40 Jahren. Ja, und dann kamen die Verhandlungen mit den Grünen und da saß dann der damalige Fraktionsvorsitzende der Grünen bei uns am Schreibtisch mit einer Excel-Tabelle. Und böse Zungen behaupten, man hätte ihn damit gelockt, dass er stellvertretender Bürgermeister werden könnte, was er dann auch geworden ist. Kurzum, die Grünen haben dann der CDU zur Mehrheit verholfen, sodass wir auch weiterhin von der CDU regiert werden. Und dieses Jahr nehmen wir einen neuen Anlauf und versuchen es diesmal endlich die Mehrheit in Rastede zu erreichen. Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Situation.
Was auch so die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Grünen in den letzten 10, 15 Jahren doch nachhaltig beschädigt hat, auf jeden Fall, aus unserer Sicht. Das ist ja das, was wir im Bund gerade auch erleben, dass sie in Oppositionszeiten immer so, sehr gerne den linken Blinker anhaben, aber gerade alles bei denen eher hinausläuft, dass sie gerne schwarz-grün machen würden und dass sie sich der CDU anschließen wollen. Wenn man das schon als Ziel hat, dann finde ich das schon durchaus problematisch. Ich meine, wir sind zweimal in eine große Koalition gegangen, die nie unser Ziel war, sondern am Ende irgendwie rechnerisch das Einzige, was noch übrig blieb. Aber die machen es ja gerade schon ziemlich mit Ansagen. Das ist ja genau eigentlich das, was ihr auch erlebt habt. In Oppositionszeiten machen sie mit euch eine Gruppe und dann, wenn die Möglichkeit ist, auch progressiv Politik zu machen, mal was zu verändern, dann werden sie doch wieder nur Mehrheitsbeschaffer für die Union. Also ja, quasi 1:1 oder eine vergleichbare Situation. Auf jeden Fall. Also wir waren da auch bitterlich enttäuscht, muss man sagen, wobei sich unsere Enttäuschung dann sehr schnell in Kampfesgeist gewandelt hat. Und ich glaube, wir haben in den letzten 5 Jahren eine wirklich sehr gute Oppositionsarbeit in Rastede gemacht. Aber nur Opposition ist langweilig, da haben wir auch keine Lust zu. Wer hat da schon Lust zu? Wir wollen regieren. Und deswegen, wir haben 2019 die Bürgermeisterwahl für uns entscheiden können. Lars Krause ist der erste SPD-Bürgermeister seit, ich glaube, 46 Jahren. Wie hast du das genommen 2019 in diesem Wahlkampf, der ja irgendwie auch von Anekdoten gespickt war, so im Nachhinein? Wie habt ihr das erlebt, als Mitglieder in Rastede endlich dann auch den Bürgermeister zu stellen? Ja, also wir waren natürlich total euphorisch. Ne? Also wir wussten, oder zu dem Zeitpunkt, wo Lars seine Kandidatur angekündigt hat, gab es ja nur 2 Kandidaten. Lars Krause von der SPD und Alexander von Essen von der CDU. Es sind dann ja im Laufe des Wahlkampfes noch 2 unabhängige Kandidaten dazugekommen, sodass wir uns ganz klar auf eine Stichwahl auch eingestellt haben. Und da haben wir uns natürlich dann den Plan gemacht und wir haben wirklich Gas gegeben. Wir haben ein gutes Konzept gehabt. Lars hat sich richtig ins Zeug gelegt und hat dann ja auch die Stichwahl knapp, die erste Wahl knapp für sich entschieden, sodass er, ich glaube, mit knapp 3% Vorsprung oder 4% Vorsprung auf Alexander von Essen in die Stichwahl gegangen ist. Ja, und in der Stichwahl hat er dann solide 60% geholt. Und also ich kann mich an den Wahlabend, an den frühen Wahlabend noch sehr gut erinnern, an den späteren Wahlabend nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, wie die Stimmung da bei uns im Hause war. Und dann ging es natürlich auch sofort los, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt erledigt, wir haben es geschafft, aber da dürfen wir uns jetzt nicht drauf ausruhen. Wir haben keine Mehrheit im Gemeinderat. Die Regierung aus CDU-Grün wird natürlich versuchen, den Bürgermeister zu attackieren. Ne? Er ist ja keiner von ihnen. Das heißt, wir müssen alles dran setzen, 2021, also sprich jetzt am 12. September, die Mehrheit zu holen, um natürlich einerseits der Rasteder Politik unseren Stempel aufdrücken zu können, zum anderen aber natürlich auch, um unseren Bürgermeister zu stärken. Jetzt geht es ja in der Kommunalpolitik auch immer um Themen. Was würdest du sagen, sind aus deiner Sicht so die Themen, die euch in den nächsten 5 Jahren primär beschäftigen werden? Was sind die Themen, die dir besonders wichtig sind mit Blick auf die kommende Ratsperiode? Ja, also eine Geschichte, die gefühlt niemals zu Ende geht, ist Bauen in Rastede. Gerade jetzt ganz aktuell, du hast es ja sicherlich auch mitbekommen mit dem Baugebiet im Göhlen. Das ist eine sehr verzwickte Entscheidung, die wir da jetzt treffen müssen, weil wir natürlich auf das Geld, die Verkaufserlöse von den Baugrundstücken einerseits angewiesen sind. Auf der anderen Seite natürlich auch, und da hat das Oberverwaltungsgericht diesen Bebauungsplan ja gekippt, wir natürlich sicherstellen müssen, dass nicht nur alles mit rechten Dingen zugeht, sondern wir hatten jetzt vor knapp 1 Monat, 1,5 Monaten ein Starkregenereignis in Rastede, wo enorm viele Haushalte abgesoffen sind, wo eben genau dieses Entwässerungskonzept auch eben drinsteht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden, wie wir zum einen natürlich unsere Bürgerinnen und Bürger schützen, vor Naturkatastrophen will ich es noch gar nicht nennen, aber solchen Starkregenereignissen oder auch eben vor Verkehrslärm. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch das Bauland. Wir müssen ein Angebot schaffen. Wir haben jetzt kürzlich an der Feldstraße in Warnbeck 16 Grundstücke verkauft, 364 Bewerbungen oder 384 sogar auf 16 Grundstücke. Dementsprechend hoch ist auch der Preis. Da ist natürlich wieder das ewige Thema bezahlbarer Wohnraum.
ist natürlich ganz klar, wenn das Angebot verknappt wird, aber die Nachfrage hoch ist, schießen die Preise in die Höhe. Das heißt, es können sich eigentlich nur wirklich die Leute noch bauen leisten, die überdurchschnittlich viel Geld verdienen. Da gilt es natürlich als Gemeinde auch Angebote zu schaffen, um eben allen Leuten irgendwie die Möglichkeit nach bezahlbarem Wohnraum zu bieten. Das ist so ein übergeordnetes Thema, was Rastede mit Sicherheit in den nächsten Jahren immer wieder beschäftigen wird. Auch das Thema Klimaschutz ist natürlich gerade auf Kurz, wenn ich da lokaler noch fange, ist Ebene. das so, dass gerade die Grünen auch Baugrundstücke verhindern oder die Möglichkeit, dass junge Leute sich ansiedeln können und da ja auch sehr auch in einem Dissens mit der Union sind, oder ich kriege das immer noch von außen mit? Ja und nein. Also die Grünen haben sich ja 2016 auf die Fahnen geschrieben, Baugrundstücke nicht übermäßig zu vertreiben. Aber diesen Begriff übermäßig haben sie erstmal undefiniert gelassen. Es ist natürlich aber schon so, dass wenn man Baugrundstücke verknappt, und das wollen sie ja, das ist ja deren Forderung, was ich eben sagte, dann steigen die Preise. Dann ist es natürlich aber auch so mit dem Geld. Da haben die sich jetzt kürzlich erst so eine ganz komische Idee ausgedacht. Und zwar gestaffelt nach, also Preisstaffelung nach Grundstücksgröße. Und ich glaube, ein Drittel war es nach Bieterverfahren. So, was heißt denn Bieterverfahren? Bieterverfahren ist ja so ziemlich das Unsozialste, was man in der Geschichte eigentlich machen kann. Denn das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als diejenigen, die am meisten Geld haben, können den höchsten Preis aufrufen und die kriegen dann das Grundstück. So, das macht die ganze Sache natürlich noch viel schlimmer. Und das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil man muss sich natürlich fragen, was für ein Rastede möchte man denn haben? Ich persönlich möchte eigentlich ein Rastede haben, in dem jeder irgendwo seinen Platz findet, vom Geringverdiener bis zum Vielverdiener. Wir brauchen natürlich auch die Wirtschaft, natürlich, wo Menschen aller Herkünfte, aller Religionen, aller Sexualitäten ihren Platz finden und eben nicht nur die Leute, die das Geld mitbringen. Wo kommen wir denn dann hin? Dann wird Rastede hier zum elitären Kreis. Ich würde mich dann hier nicht mehr wohlfühlen, bin ich ganz ehrlich. Ja, und da gilt es natürlich wirklich, alle aus der Gesellschaft irgendwie mitzunehmen. Ich finde, das ist wirklich auch eine dramatische Entwicklung, wenn man jetzt wirklich über Bieterverfahren nur noch irgendwie die Einnahmesituation verbessern will, ohne irgendwie noch ein bisschen einigermaßen ausgeprägtes soziales Gewissen zu haben, was da ja schon mal komplett bei hinten runterfällt. Also das schreit wirklich danach, dass man da mal andere Wege gehen muss. Mich schockiert das, dass es überhaupt solche Ideen gibt, aber das spricht ja für diese grün-schwarze Konstellation, über die wir am Anfang schon mal gesprochen haben. Dir ist aber ja persönlich ein Thema besonders wichtig, das weiß ich, das ist alles, was mit Energie zu tun hat, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat, Energiewirtschaft zu tun hat, weil das auch dein beruflicher Background ist. Wo siehst du da den Weg, den das Ammerland, den die Gemeinde Rastede in den nächsten Jahren gehen kann, gehen muss oder vielleicht auch zwangsweise gehen wird? Also die Gemeinde Rastede hat ja in den letzten Jahren sich auch intensiver mit der Frage nach Windkraft oder intensiver mit der Frage um Windkraft auseinandergesetzt. Und soweit ich weiß, sind unsere Potenzialflächen erstmal ausgenutzt. Also viel mehr Platz als das, was wir schon haben oder das, was in Planung ist, haben wir für Windkraft natürlich nicht. Grundsätzlich sehe ich den Bau aber von erneuerbaren Energien, sage ich mal, nicht als Aufgabe einer Gemeinde, sondern die Gemeinde muss natürlich Rahmenbedingungen schaffen. Sie ist aber nicht in der Verantwortung, selber irgendwelche Anlagen hinzustellen. Das sind beispielsweise die Landwirte, die Biogasanlagen errichten. Das sind private Investoren oder Unternehmen, die Windparks oder PV-Anlagen, PV-Parks aufstellen. Was die Gemeinde natürlich machen kann, ist ja zum einen, das ist aber wiederum ein ganz anderes Thema, eigentlich auf ihre eigenen Emissionen zu achten, sage ich mal. Man könnte natürlich die kommunalen Gebäude mit PV-Anlagen ausstatten. Das ist bis dato noch nicht passiert. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es in Planung ist. Ich wüsste nicht, dass wir in den letzten Jahren da mal drüber diskutiert hätten. Aber das sind natürlich Möglichkeiten. So, darüber hinaus gilt es dann natürlich aber auch, politische Entscheidungen, und da muss ich ausnahmsweise tatsächlich mal ein Lob für die Grünen aussprechen, die sollen sich aber bitte nicht dran gewöhnen, dafür zu sorgen, dass grundsätzlich jede politische Entscheidung dahingehend bewertet wird, ob sie negative Auswirkungen auf Klima oder Emissionen hat. Das finde ich eine sehr wichtige Sache.
Es wird auch immer wieder diskutiert, ob die Gemeinde Rastede oder Gemeinden im Allgemeinen in der Verantwortung wären, Ladesäulen für Elektromobilität beispielsweise bereitzustellen. Finde ich ein schwieriges Thema, weil natürlich kann sie es machen, aber die Gemeinde würde auch nie auf die Idee kommen, eine Tankstelle zu bauen. Von daher kann man da mit Sicherheit auch Anreize schaffen. Denn wenn ich da richtig informiert bin, braucht auch so eine E-Ladesäule irgendwie einen Bebauungsplan oder muss zumindest im Straßenverkehr irgendwie integriert werden. Da kann man natürlich entsprechende Vorlagen geben. Ob die Gemeinde das dann letztendlich selber macht, würde ich mal offen lassen, weil auch das kostet Geld, auch wenn es gefördert wird. Und unser Geld brauchen wir mit Sicherheit noch für andere Projekte. Wir haben viel vor in Rastede. Das heißt, nicht selbst als Investor auftreten, sondern der Privatwirtschaft, der Energiewirtschaft die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie das machen kann. Also nicht kein Nein zu Ladestationen. Auf gar keinen Fall. Sein, sondern bau die aber nicht selber, nimm das Geld nicht dafür in die Handgemeinde, sondern gib einfach denjenigen, die auf dem Markt unterwegs sind, die Möglichkeiten, an der und der Stelle welche zu schaffen. Richtig. Genau das Gleiche zum Beispiel Thema Wasserstoffmobilität kommt ja auch immer mehr, finde ich gerade attraktiv für Busse und auch für Schwerlastverkehr. Man muss sich mal vorstellen, Elektromobilität wird sich im Schwerlastverkehr niemals durchsetzen. Denn wenn so ein 40-Tonner mit einer Batterie betrieben würde, wäre die Batterie so schwer, dass er ungefähr ein Drittel seiner Nutzlast verlieren würde. Es ist also von vornherein kein zukunftsfähiges Modell. Da muss man auf andere Technologien zurückgreifen. Und da finde ich, ist die Gemeinde auch so ein bisschen in der Verantwortung, dann zum Beispiel gemeinsam mit dem Landkreis, der für den Schulbusverkehr zuständig ist oder auch für die Konzession für Müllabfuhr etc. Natürlich nicht ab morgen, weil niemand kann so viele Wasserstofffahrzeuge aus dem Nichts erschaffen, aber perspektivisch, mittel- oder langfristig, das vielleicht auch als Kriterium mit aufzunehmen, wer denn die Konzession für Schulbusverkehr oder eben auch für die Müllentsorgung. Finde ich einen total nachvollziehbaren und richtigen Ansatz. Wir müssen jetzt einfach auch in diese Situation kommen, wobei natürlich auch Wasserstoff am Ende grün produziert werden muss. Und das selbstverständlich, wird da gibt es ja. Energie mit sich bringen. Das ist ja, das, was Peter Altmaier nie verstanden hat. Der hat ja immer den Energiebedarf von heute einfach durchgeschrieben und gesagt, das wird nicht mehr. Hat aber vergessen, dass wir zum Beispiel die gesamte Stahlindustrie gerade auf Wasserstoff umstellen wollen und dieser Wasserstoff irgendwo produziert werden muss. So ganz überraschend. Also ich glaube, da wird noch unglaublich viel Bewegung drin sein. Magst du einmal, Jöran, an der Stelle sagen, was du beruflich machst? Weil das passt da ja so ein bisschen in dieses Feld auch rein. Energie wird die Gemeinde in den nächsten Jahren enorm beschäftigen. Klimawandel, die Bekämpfung wird die Gemeinde beschäftigen. Und da ist es ja ganz spannend, was du beruflich machst, weil das passt da ja rein. Ja, ich habe Energiewirtschaft studiert und bin auch seit mittlerweile 6 Jahren hier bei einem lokalen Strom- und Gasnetzbetreiber beruflich tätig. Nicht in der Technik, sondern da in der Planung tatsächlich und beschäftige mich da. Also ich habe mich in den letzten 4 Jahren insbesondere mit einem Modellprojekt zur Energiewende beschäftigt, wo es eben genau um solche Fragen ging. Ne? Wie können wir eine Modellregion ausschließlich mit erneuerbaren Energien versorgen? Weil was die wenigsten wissen, es bringt halt einfach nichts, wenn man Windkraftanlagen aufbaut und im Gegenzug dazu beispielsweise die Kohle abschaltet. Das ist einfach nicht zielführend, weil halt die Verlässlichkeit nicht gegeben ist. Windkraft produziert nur dann Strom, wenn der Wind weht. Solaranlagen produzieren nur dann Strom, wenn die Sonne scheint. Und gerade auch diese Kombination aus Strom- und Gasnetz, die wir betreiben, ist natürlich auch, um nochmal auf das Thema Wasserstoff zu kommen, sehr charmant, weil wie wird Wasserstoff denn eigentlich hergestellt? Wir nutzen eigentlich erneuerbar erzeugten Strom, um mittels der Energie vom Strom Wasser zu spalten in seine Bestandteile, nämlich H2, das Wasserstoff, und eben Sauerstoff. Das heißt, es ist eine komplett CO2-freie Maßnahme. Und diesen Wasserstoff speisen wir dann in unser Gasnetz ein, der dann natürlich, also man spricht aktuell so von 20% Beimischung in das herkömmliche Gasnetz, Erdgasnetz. Perspektivisch würde man reine Wasserstoffnetze betreiben, hat man natürlich ein 200% grünes Gas, das man als Brennstoff nutzen kann. Aber man könnte es auch in Stromengpasszeiten, natürlich mit einem geringeren Wirkungsgrad, wieder rückverstromen. Mhm. Also ich kann den Prozess auch umkehren und am Ende kommt wieder Strom raus. Also es ist eine sehr charmante Geschichte.
die sich aktuell aber wirtschaftlich noch nicht so richtig lohnt. Da ist auch der Bund nicht ganz unschuldig dran. Geht da um Steuern und Umlagen in der Energiewirtschaft. Auch da könnte der Kollege Altmaier doch noch mal ein bisschen nachschrauben oder wer auch immer das nach der Wahl dann macht. Vielleicht also Peter Altmaier sicherlich nicht mehr. Ich glaube, es hat sich auch in der Union durchgesetzt, dass das mit der Wirtschafts- und Energiepolitik ein bisschen zu viel für ihn war, so von der Größe der Aufgabe. Genau, also das ist quasi so mein Job. Darum kümmere ich mich den ganzen Tag. Wie gesagt, habe jetzt die letzten 4 Jahre Forschungsprojekt gemacht. Sehr interessante Geschichte. Bin auch nach wie vor super dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, da mitzuwirken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider ist es vorbei jetzt, das Projekt. Das war auf 4 Jahre begrenzt. Aber ja, wir haben die Erkenntnisse daraus gezogen und die platzieren wir jetzt an allen Ecken und Enden in der Politik, in der Wirtschaft und versuchen jetzt natürlich die Lehren, die wir da daraus gezogen haben, auch für die Zukunft irgendwie einfließen zu lassen und dann nach Möglichkeit auch umzusetzen. Und daneben kandidierst du am 12. September nochmal wieder für den Gemeinderat in Rastedt und ich glaube auch für den Kreistag, oder? Auch für den Kreistag. Auch für den Ammerländer Kreistag. Jetzt stehst du bei der Wahl zum Gemeinderat auf dem allerletzten Listenplatz. Du bist letztes Mal über dein persönliches Ergebnis gewählt worden, aber stehst, und das auch als junger Kandidierender, ganz hinten. Warum? Ja, das ist mit einem gewissen Risiko meinerseits verbunden, aber das habe ich mir sehr genau überlegt. Und zwar, wenn man sich, ich weiß nicht, ob das bei euch, du bist ja auch im Gemeinderat, in Wiefel steht er, ob das bei euch ähnlich ist. Aber wenn ich mir den Rasteder Gemeinderat mal so anschaue, dann finde ich, ist er im Schnitt einfach viel zu alt. Das war im Übrigen auch so mit der Hauptgrund, warum ich 2016, ich war damals 20, kandidiert habe, weil ich der Meinung war, wir müssen hier irgendwie sehen, dass wir die jungen Leute irgendwie mitnehmen. Es geht natürlich zum einen darum, dass die gehört werden, zum anderen aber auch darum, wenn niemand da ist, mit dem die sich identifizieren können, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn junge Leute das Interesse an Politik verlieren. Wir haben dieses Jahr Kandidaten und Kandidatinnen, die ich persönlich als sehr gut erachte, weil es Kandidaten sind aus verschiedenen Altersgruppen. Wir haben wirklich alles dabei. Wir haben einen gesunden Mix aus erfahrenen Leuten, die teilweise schon 15, 20, 25 Jahre Kommunalpolitik machen und Neueinsteigern, die von sowas noch gar keine Ahnung haben. Aber wir haben auch Leute dabei, die aus beruflichen Hintergründen enorm viele Kompetenzen aus den verschiedenen Bereichen mitbringen. Aus der Energiewirtschaft, gut, jetzt ich vielleicht auch, aber wir haben auch noch ein paar andere Leute, die da auch technisch unterwegs sind. Wir haben Leute aus den sozialen Bereichen, die da teilweise in Führungsebenen, in Sozialverbänden unterwegs sind und viele, viele mehr. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie soll unsere Fraktion denn nach der Wahl aussehen? Und der gesunde Mix für mich ist möglichst pari-pari Mann-Frau, dann natürlich Leute mit viel Erfahrung, aber auch frischer Wind, ältere Leute und jüngere Leute. Wir müssen ja alles irgendwie dabei haben. Und da weißt du natürlich auch, Dennis, wie das ist. Wenn man schon im Rat ist, dann hat man eine gewisse Bekanntheit. Und es ist ja so, dass man dieses Direktmandat holen kann, egal von welchem Platz man kommt. Wenn man dieses Direktmandat aber eben nicht holt, dann hat man noch die Chance, über Liste reinzukommen, über Listenmandate. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man die Leute, die noch leider unbekannt sind, weil sie neu einsteigen, aber eben einen großen Mehrwert für eine Fraktion hätten, so positioniert auf dieser Liste, dass sie die Möglichkeit haben, sollten sie die Direktwahl nicht gewinnen, noch über die Liste in die Fraktion reinzurutschen. Das war eben der Grund, warum ich für mich gesagt habe, einer muss nach unten, meistens will keiner nach unten. Ich habe gesagt, es ist, ob ich jetzt irgendwie auf 14 oder 15 gehe oder ganz nach unten, irgendwann macht es auch keinen Unterschied mehr. Ich glaube sogar, wenn man sich diesen Wahlzettel anguckt, dann guckt man einmal oben drauf, dann guckt man einmal unten drauf. Du wirst unten viel eher wahrgenommen als irgendwo in der Mitte. Es ist natürlich mit dem Risiko behaftet. Es kann auch einfach sein, dass, also ich werde nicht über Liste reinkommen, mit Sicherheit nicht, Direktmandat oder gar nichts. Aber ich habe gesagt, ich traue mir zu, dass ich direkt gewählt werde. Wenn es nach hinten losgeht, gut. Es ist nach hinten losgegangen, aber dann habe ich mit Sicherheit irgendwelchen anderen Kandidaten von uns, die sehr kompetent sind, in den Gemeinderat geholfen und auch so am langen Ende was für die Fraktion getan. Man muss sich ja immer so vorstellen, wir sind ja eine Fraktion, wir wollen ja alle das Gleiche. Man muss ja das große Ganze betrachten. Oftmals ist es leider so, dass gerade in Wahlkämpfen jeder sich selbst der Nächste ist, wenn es um Listenplatzierungen oder Sonstiges geht, irgendwelche Posten.
Mir ist es einfach wichtig, dass wir uns als Ganzes betrachten, als SPD-Fraktion im Gemeinderat in Rastede und auch so auftreten und uns stark aufstellen und da der Einzelne dann durchaus auch mal einen Schritt zurück macht. Ein sehr altruistischer Ansatz. Jöran, vielleicht abschließend dann aber der Appell, du hast gesagt, entweder über dein persönliches Stimmenergebnis oder gar nicht, vielleicht nochmal abschließend der Appell an die Wählerinnen und Wähler in Rastede. Warum sollten sie dich am 12. September wählen? Ja, ich glaube, das ist ja wie ein Bewerbungsgespräch hier. Ich bin jetzt mittlerweile 25. Ich würde mich immer noch als eher junges Ratsmitglied beschreiben, habe jetzt einige Erfahrungen gesammelt in den letzten 5 Jahren, habe mich ja, vor allem im Schulausschuss und im Sozialausschuss eingebracht. Und gerade im Bereich Schule haben wir sehr viele spannende Projekte vor uns in den nächsten Jahren. Auch zum Beispiel die KGS in Rastede bekommt einen umfassenden Neubau, eine Sanierung. Und auch so sind es natürlich viele Themen, die in diesen Bereichen noch offen sind, wo ich in den letzten Jahren mitgewirkt habe und da möchte ich natürlich auch weiterhin mitwirken. Dazu würde ich mir wünschen, dass unser Bauausschuss oder Ausschuss für Bauplanung, Umwelt und Straßen, wie er komplett heißt, dahingehend aufgesplittet wird, dass wir einen Umweltausschuss eben bekommen, wo genau solche energiepolitischen und Klimafragen besprochen werden, wo ich sehr gerne mitarbeiten würde, wo ich glaube, dass ich von meinem Hintergrund her auch durchaus die notwendige Kompetenz mitbringe, um eben nicht einfach nur da zu sitzen und schlau zu schnacken, sondern dass ich eben wirklich derjenige bin, der da auch mit entsprechender Kompetenz reingeht und mitwirken kann. Ich glaube, dass ich gerade, ich hatte es schon erwähnt, ich war Vorsitzender im Schulausschuss, für unsere Lehrer und Lehrerinnen, die Eltern und auch die Schüler immer ein offenes Ohr hatte. Ich glaube, dass ich meinen Job ganz gut gemacht habe und würde diese Arbeit auch sehr gerne fortsetzen und natürlich auch dazu beitragen, weiterhin, dass die Politik nicht nur der älteren Generation überlassen wird, sondern, Dennis, du bist ja auch noch nicht so alt, dass auch die jüngeren Generationen, die junge Generation im Gemeinderat vertreten ist. Jörg, du hast gerade gesagt, es ist wie ein Bewerbungsgespräch. Es ist ein Bewerbungsgespräch, nämlich eine politische Bewerbung bei den Wählerinnen und Wählern und am Ende entscheiden die, wen sie einstellen in den Gemeinderat. Also am Ende passt die Analogie tatsächlich. Ich wünsche dir viel Erfolg für den 12.9., einen schönen Wahlabend, neue Mehrheiten im Rat der Gemeinde Rastede, klare Mehrheiten im Ammerländer Kreistag zu unseren Gunsten würde ich mir auch wünschen. Und vielleicht kannst du an beiden dann mitgestalten und dich einbringen. Ich würde mich freuen. In dem Sinne dir vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die nächste Wahlkampfzeit. Ja, ich habe zu danken und dann auch dir natürlich sehr viel Erfolg für den 26. ist es, glaube ich, ne? Ja, richtig. Besten Dank und auf Wiederhören. Mach's gut, bis dann, ciao. Ciao.